Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Starshine Legacy und jetzt endlich zur vierten Episode. Es war jetzt eine kleine Pause dazwischen, aber jetzt machen wir die vierte und letzte Episode fertig und spielen jetzt mit Alex. Ich bin sehr gespannt. Heute ohne Cam und wahrscheinlich auch noch in der nächsten Folge, liegt einfach daran, dass mein Auge entzündet ist und ich deswegen ja nicht so extra Licht noch einklatschen möchte. Aber ich denke mal, ab nächster Woche sollte es dann wieder gehen. Aber die Woche werden wahrscheinlich alle Videos und der Cam kommen. Gut, wir starten mit der Einführung. Episode 4. Das Rätsel um Dakor. In dem Städtchen Jorvik sind finstere Mächte am Werk. Jemand schmiedet schreckliche Pläne, die nicht nur Jorvik selbst, sondern auch den Meeresgrund vor der Küste bedrohen. Aber die drei tapferen Pferde und ihre Seenreiter sind bereits erwacht. Die eine besitzt die Kraft des Lebens, die andere kann in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sehen und die dritte kann die Grenze der Realität überschreiten. Bald wird auch die vierte erwachen und mit ihr wird die Verwandlung der vier Mädchen vollendet sein. Aber es sind uralte Mächte, mächtige Kräfte, die ihr Unwesen treiben und was eigentlich der Rettung der Menschheit dient, könnte sich auch gegen sie wenden und den Untergang besiegeln. Die Zukunft ist ungewiss. Werden die guten Mädchen sich behaupten und wird das Böse die Oberhand gewinnen? Ich finde das so schwer vorzulesen, weil diese hellen Lichter immer so in der Mitte rumfliegen und man halt nichts sieht. Okay, wir starten. Level 1. Schlechtes Benehmen. Alex kommt wieder mal zu spät zur Schule. Ah, wir haben jetzt also wirklich mit allen in der Schule gestartet. Das finde ich aber nicht schlecht. Sie hatte dort in letzter Zeit viel Ärger und die Lehrer haben ein wachsames Auge auf sie. Das ist so unfair, weil das alles schließlich nicht an ihr liegt. Es passiert einfach. Und noch hat sie keine Ahnung, dass ihr heute jede Menge seltsamer Dinge widerfahren werden. Ich freue mich jetzt aber auch mit Alex zu spielen. Steht da James? Da steht einfach James. Oh, wisst ihr noch damals James, wo er einfach so klein war? Er hat mir erzählt, dass Buck und seine Bande hinter meinem Bruder James her sind. Ich muss ihn unbedingt vor ihnen finden. Ich hoffe bloß, dass Mrs. Graham mir keine Extraaufgaben geben wird. Doch, die läuft da gerade rum. Blöde Sache mit dem Auto des Direktors. Ich wollte doch nur dem Motor etwas aufmotzen. Ich konnte doch nicht wissen, dass der gleich explodieren würde. Das ist mies, Alex. Das ist wirklich... Ja, ich kann doch die Steuerung. So, dann gehen wir mal los. Ach, Mrs. Graham kriegt uns doch. Oh nein, Mrs. Graham. Da bist du, junge Dame. Ich habe dich bereits gesucht. Ja, Mrs. Graham, was wollen Sie denn diesmal von mir? Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Ich weiß, dass du ein sehr schlechtes Benehmen hast. Du brichst Schlösser an den Spinden auf, legst dich mit den Jungen an. Einfach unmöglich, wie du dich benimmst. Ich habe halt besonders viel Energie, wissen Sie? Muss immer in Aktion sein. Das habe ich gemerkt. Und deswegen wirst du nachsitzen. Geh sofort in die Bibliothek und setze deine viele Energie mal nutzbringend ein. Lerne etwas über die Mineralvorkommen hier in Jorvik. Los, geh schon. Oh Gott, wie langweilig. Aber ich mache wohl besser, was sie verlangt hat. Sonst fällt ihr noch was Schlimmeres ein. Also, ab in die Bibliothek. Ich weiß doch das alles. Du musst mich nicht die ganze Zeit nerven. Oh, da ist ein Stern. Oh, die Sterne habe ich jetzt immer so... Ja, ich weiß. Die Sterne habe ich jetzt immer so ein bisschen vernachlässigt, um ehrlich zu sein. Aber... Ja, ich weiß. Man kann sie ja trotzdem mal einsammeln. Ich laufe mal kurz eine Runde, vielleicht finde ich ja hier... Oh Gott, die Kamerasteuerung ist immer so ätzend. Ich weiß, ich reg mich in jedem Video darüber auf, aber ich mag sie wirklich gar nicht. Aber gut, es ist ja noch die Episode. Und dann bin ich ja durch. Aber wie gesagt, die Story finde ich halt wirklich sehr interessant. Hör sofort auf damit, du Feigling. Warum greifst du dich an Gleichaltrigen? Hey, cool, vor tausenden von Jahren gab es hier mehrere
Hä? Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen falsch. Ich glaube, sollte er für unten sein. Hätte ich mir vielleicht trotzdem jetzt mal durchlesen sollen, aber mich interessieren die Mineralvorkommen in Jorvik sowieso nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen passt das schon. Gut. Wir gehen jetzt zu James. James, hey kleiner Bruder, was ist los? Ich warte darauf, dass mein Unterricht beginnt, aber Buck und seine Gang suchen mich. Er hat gesagt, er wird mit seinem Hockeyschläger verprügeln. Oh nein, Buck ist so ein Ekelpaket. Ich hasse es, wenn Kinder so gemein zueinander sind. Er ist nur so fies zu dir, weil du kleiner und schwächer bist als er. Nicht nur das, er scheint eine Riesenwut zu haben. Ich weiß nicht warum, ich habe ihm doch nichts getan. Okay, Bruderherz, geh Buck aus dem Weg, bis ich mit diesen bescheuerten Aufgabe fertig bin. Danach kümmere ich mich um ihn. Ich frage mich halt, wann James dieser Mann von Fort Pinter sozusagen geworden ist. Ich gehe mal lieber in die Bibliothek. Miss Crane wartet auf mich. Wenn ich nicht sofort auftauche, wird sie bestimmt noch wütender. Endlich, du hast ja recht viel Zeit gelassen. Ich möchte, dass du 3 Referate über die Mineralvorkommen Jorvik ausarbeitest. Erst wenn du diese Referate fertig sind, kannst du gehen. Himmel, das wird ewig dauern, aber solange was Graham hier ist, kann ich nicht abhauen. Später werde ich mich rausschleichen, um James zu helfen, mit Buck und seinem Bande fertig zu werden. Also gut, ich fange mal an. Erstmal muss ich mir hier in der Bibliothek ein paar Bücher zusammensuchen. Ah, guck mal, da ist sogar Linda. Kann uns doch bestimmt helfen. Ich gucke gerade nochmal wegen Stern, aber hier ist nichts. Hier war doch gerade ein Ausrufezeichen. Das ist eins der Bücher. Jetzt brauche ich nur noch ein paar. Ja, gut. Die glitzern ja nicht mal. Muss ich mal auf gut Glück jetzt einfach ein bisschen suchen. Hallo, Linda. Hallo, meine Freundin. Psst, hier in der Bibliothek können wir nicht sprechen. Mrs. Graham ist hier irgendwo. Ja, ich weiß. Ah, diese Bücher, das ist zwei. Okay, dann weiß ich, wo das dritte ist. Das habe ich nämlich gerade hier irgendwo gesehen. Ja, genau. Das ist das letzte Buch. Okay. Und jetzt setzen wir uns an den Tisch und arbeiten, oder was ist unsere Mission? Also schauen wir mal, Jorvik ist berühmt für sein vielfältiges Mineralvorkommen. Die häufigsten sind Zink und Kupfer, aber manchmal gibt es auch Gold und Silber. Moment mal, hier steht etwas über unbekannte Mineralien, die auf einer Expedition fast vor 100 Jahren gefunden wurden. Über diese unbekannten Mineralien sollte ich mehr herausfinden. Dazu brauche ich aber noch mehr Bücher. Noch mehr Bücher? Wieder 3. Okay, das sind immer die, die so ein bisschen rausstehen. Genau, die halt so anders aussehen. Zweite Buch, jetzt brauchen wir noch ein drittes. Hier. Sehr schön, das letzte Buch. Hey, cool. Vor tausend von Jahren gab es hier mehrere rätselhafte Meteoritenschau über Jorvik. Also stammen diese unbekannten Mineralien vermutlich aus dem Weltall. Na, das geht doch ganz schön gut voran. Aber über diese Meteore muss ich noch mehr herausfinden. Wenn ich darüber noch ein paar Bücher finde, bin ich mit dem Referat zum Glück schnell fertig. Ich bin in der Bibliothek und kann jetzt nicht sprechen. Was ist los? Alex, du musst mir helfen. Buck ist hinter mir her. Du musst sofort kommen. Oh nein, da kommt er schon. Er hat aufgelegt. Ich muss meinen Bruder finden, bevor Buck ihm etwas antut. Wie komme ich hier raus, wenn Miss Graham mich doch die ganze Zeit beobachtet? Moment, vielleicht kann ich Linda eine SMS schicken. Sie könnte Mrs. Graham ablenken. Und dann kann ich mich unbemerkt rausschleichen und James helfen. Meine SMS habe ich gewählt. Das Telefonsymbol und drücke auf die linke Maustaste.
Sen, Linda, du musst mir helfen. Lenke Miss Kramer ab, damit ich mich aus der Bibliothek schleichen kann. Es ist sehr wichtig. Ich erkläre es dir später. Ehe das Telefonsymbol aus und drücke die linke Maustaste. Klar, mache ich, Alex. Toll, Miss Crane verlässt ihren Posten. Jetzt kann ich mich rausschleichen und James suchen gehen. Okay, James muss hier irgendwo sein, aber ich muss den Hausmeister aus dem Weg gehen. Wenn er mich sieht, meldet er das Miss Crane. Och, nö. Da oben ist der Hausmeister. Kann ich ihn einfach so ein bisschen hinterherlaufen? Ich muss halt einfach schauen, dass ich dem Komischen nicht in die Arme renne. Aber der ist ja gerade dort. Ach, guck mal, der geht doch wieder runter. Sehr schön. Okay, dann habe ich ja alles richtig gemacht mit der Richtung, wie ich laufe. Das sind sie ja schon. Und Buck hat sich schon über meinen Bruder James hergemacht. Wieso kann ich nicht andrücken? Hallo? Alex, du bist so erbärmlich. Ich wette, ich könnte dich in jedem Pferderennen mit links schlagen. Okay, Katja, die Wette gilt. Dann machen wir das. Berühmte Wettrennen nach Scarecrow Hill. Wir starten beim Reitstall von Jorvik und der Erste, der einen Apfel vom Hügel zurückbringt, hat gewonnen. Einverstanden, wir treffen uns nach der Schule beim Reitstall. Danke, Alex, dass du Buck hätte mich vermöbelt, wenn du nicht hergekommen wärst. Ich glaube, das war, dass wir vorhin, als wir oben lang gegangen sind, hatten wir schon die Interaktion. Dafür sind große Schwester noch da, Bruderherz. Aber jetzt muss ich zurück in die Bibliothek, bevor Miss Graham was merkt. Ich muss schnell zurück in die Bibliothek. Wo ist denn der dämliche Hausmeister? Nicht, dass ich den jetzt genau in die Arme renne. Lisa ist immer noch damit beschäftigt, Miss Kramer abzulenken. Prima. Okay, jetzt mache ich diese blöden Referate zu Ende und dann kann ich zum Reitschirm, um Miss Katja zu zeigen. Ich muss mal wieder Bücher suchen. Wir müssen, glaube ich, wieder Bücher suchen. Ach, da ist schon wieder eins. Und da ist auch eins. Ich sehe schon wieder das zweite. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir noch ein Buch. Noch ein Buch brauchen wir. Noch eins, 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 eins. Warte mal, ist das noch nicht? Nö. Ach, hier. Sehr schön. Alle drei Bücher zusammen. Können wir das jetzt fertig machen? Das ist sehr komisch. Hier steht was über Pandorium, ein Metall, das ausschließlich in Jorvik gefunden wurde. Und anscheinend hat es ein paar sehr merkwürdige Eigenschaften. Interessant. Endlich fertig. Jetzt muss ich das Zeug noch Miss Graham geben. Und dann gehe ich zum Reitstall, um Katja zu beweisen, dass ich besser reiten kann als sie. Das wird ihr eine Lehre sein, nicht mehr so arrogant zu sein. Schauen wir mal, ob ihr das eine Lehre ist. Hier sind die Referate, Miss Graham. Danke. Du hast ja dir ganz schön Zeit gelassen damit. Level 1 wurde abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Ah, also mir macht das ja wirklich Spaß. Wie gesagt, ich bin nicht so Fan von der Steuerung, aber die Story und diese ganzen Informationen drumherum finde ich echt richtig, richtig schön. Gut, ihr Lieben, ich werde mich jetzt an dieser Stelle aber von euch verabschieden. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.